Servus, liebe Freunde, willkommen zurück. Ja, wir haben jetzt hier ein kleines Problem. Wir haben so gut wie keine Einheiten mehr. Und ja, das Schwierige ist jetzt an der Geschichte. Den Tempel der Verdammten haben wir, den Altar der Dunkelheit brauchen wir. Wir können jetzt noch ein paar Einheiten bauen, aber die müssen wir dann sehr weise einsetzen. Ich werde aber jetzt mal eins machen. Gehen wir auf die Seite. Genau, ich möchte mal den Gargoyle anwählen. Wir orientieren uns jetzt mal hier noch ein bisschen nach unten. Da hat uns noch keiner angegriffen. Und wir gucken mal, ob wir da nicht vielleicht sogar noch irgendwie eine Goldmine oder irgendwas finden, was uns weiterhelfen könnte. So, was haben wir da noch? Oh, da sind noch ein Knoll. Da sind Knolls. Okay, die bringen uns aber erstmal noch nichts. Gucken wir hier unten rein. Oh, da sind auch noch ein Dorf. Aber das ist nur ein Dorf, also kein Gegnerdorf oder sonst was. Brunnen der Gesundheit, das klingt schon mal gut. Allerdings, warum die da unten einen Brunnen der Gesundheit haben? Ah ja, da ist gegnerische Einheit. Okay, das heißt, das Dorf da unten ist ganz schön groß und... Oh je, da kriegen wir schon wieder Besuch. Da geht's also jetzt richtig rund. Schnell mal schauen. Und hier mal den direkten Angriff starten. Denn die sind ganz schön böse unterwegs und machen uns alles putt hier. So. Erstmal hier gleich den Knaben kaputt walzen. So, je weniger uns heilen oder die heilen können, umso besser ist es für uns. So. Das wird wieder eine harte Geschichte hier. Und die lassen einfach nicht locker mit ihren Angriffen. So, nächste Einheit von denen ist um. Jetzt müssen wir aber gucken, dass wir unsere eigenen mal heilen. Wir können nämlich nicht mehr viele neue Einheiten aufbauen. Von daher sollten wir schauen, dass das hier bei uns im Team sozusagen auf Gesundheit stehen bleibt, dass da nicht noch mehr verloren gehen. Oh, gut, den kann ich ja darauf nicht ansetzen, aber das ist nicht schlimm. Wieso ist der? Achso, der hat jetzt nochmal geschossen, der Idiot. Nun gut, also damit haben wir einen Angriff zumindest abgewandt. Können jetzt hier mit dem Gargoyle gleich nochmal gucken, was wir da noch so haben. Aber das scheint ein riesen Dorf zu werden hier. Oh, 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 da ist ein Luftturm. Da sind normale Türme, okay. Also da könnten wir höchstens so von der hinteren Seite, von der Rückwand sozusagen mal angreifen. Mal schauen, ob uns das was bringt. Halt, 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 halt. Nein, nicht gut. Gar nicht gut. Oh, und die haben Flugdrachen. Okay, das ist noch weniger gut. Das heißt, wir fliegen mal ganz schnell nach Hause. Ich hoffe, dass wir es bis zum Turm schaffen. Da sind noch Einheiten gemacht. So, aber mit den paar Einheiten können wir nicht lange überleben. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir vorwärts kommen. Oh, Backe, Backe, Backe. Also am liebsten würde ich da oben rein und würde da was umwalzen. Aber die Frage ist, ob wir da an Gold rankommen. Aber wir haben ja keine andere Wahl eigentlich. Also wir müssen uns da jetzt rankämpfen. Gehen wir also mal hier hoch. Entweder klappt's oder wir haben dieses Level leider diesmal nicht geschafft. Denn wenn wir jetzt nur abwarten und ein Angriff nach dem nächsten kommt, kriegen wir auch kein neues Gold mehr zusammen. Das heißt, das wird für uns auch nicht so leicht. Daher bleibt nur noch die Flucht nach vorne und entweder schaffen wir es oder nicht. Und wenn wir es nicht schaffen, müssen wir uns auf alle Fälle eine neue Taktik ausdenken. Endlich. So, wir gehen aber jetzt erstmal auf dieses Gebäude, weil bei dem Gebäude weiß ich, das ist fast kaputt. Kommt schön gleich drauf. Auch das reparieren die schon wieder. Aber gucken, ob wir das vielleicht doch schnell kaputt kriegen, das Ganze. So, aber erstmal hier doch schnell ein paar Gegner zerstören. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Oh, na, schnell die Spinne heilen. Schade, das war zu spät. Dann müssen wir die nächste heilen, dass das wenigstens hinhaut. Ah, ja, 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 ja. Jetzt ist aber hier... Das ist schon besser. Ich wollte den doch gar nicht heilen. Ich wollte den doch kaputt machen. Aber nun gut, okay. Machen wir es so rum. Den noch kaputt machen und jetzt gleich hier drauf. Gleich das Gebäude vernichten. Na kommt, das kriegen wir doch noch klein. Den heilen wir schnell.
So, das erste Gebäude ist kaputt, was ein Glück. Da haben wir schon mal einen riesen Vorteil. Und den werden wir auch noch ein bisschen vernichten. So, da gehen wir mal ein Stück hoch. Und geht mal ein Stück da aus der Schusslinie. So, und jetzt erstmal hier den Turm platt machen, denn der macht uns Aua. Das ist nicht gut und ja, der soll dafür mal ein wenig bestraft werden. So, hätten wir das mal ein bisschen früher gemacht, wären wir vielleicht schon deutlich weiter. So, der Turm ist schon mal vom Tisch. Wenn wir hier die mal kurz umhauen. So, und jetzt haben wir das schon mal soweit fertig. Jetzt können wir uns hier so halb in Ruhe um die Sachen kümmern, wollte ich sagen. Und da kommt dann so ein blödes Geschütz angerollt. Oh, da ist noch einer, der uns nicht mag. Dann bitte den auch gleich mal vernichten. Wie schießt der denn auf meine Spinnen hier? Ja, genau. Holt euch immer einzelne Einheiten und geht dann sterben. So, jetzt gleich hier auf die Gebäude. Alles plattwalzen, was geht. Solange wir uns hier noch erholen, in der Zeit müssen wir schon mal die Spinne heilen. Und da unten kriegen wir schon wieder Besuch. Oh oh. Oh oh. Da, glaube ich, kriegen wir gleich ganz unangenehme Sachen. Ah ja, da haben wir wenigstens die Türme, das ist gut. Ein Reiter haben wir da auch, das ist auch okay. Kümmern wir uns hier weiter um die Sachen. Ah, erstmal den Altar, genau. Weil dann kann nämlich die Heldin nicht mehr neu wiedererweckt werden und geboren werden. So, und dann hoffe ich, dass hier oben irgendwo noch eine Goldmine ist. So, wie sieht's hier aus? Kriegen wir das hin? Die heilen wie die Verrückten, das ist gut. Jo, dann passt das. Den setzen wir mal hier hin, dann kann der damit unterstützen. Und hier gucken wir jetzt. Komm, schnell tot machen, tot machen, tot machen. Wunderbar. So, das sieht auch gut aus. Jawohl, und gleich die Gebäude hier plattwalzen. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Haben wir doch noch einen einigermaßen vernünftigen Weg gefunden. Und ich denke mal, so sind wir jetzt auf der richtigen Fährte. Indem wir nämlich das Dorf hier oben erstmal ausrotten. Ich hoffe, dass hier irgendwo... Da ist eine Goldmine. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Das heißt, wir müssen hier erstmal dezimieren, dass da nicht mehr viel gemacht werden kann. Dann haben wir noch die Türme vor uns. Die sind etwas eklig. Aber auch das kriegen wir hin. Oh, da ballert uns einer an. Das ist aber nicht nett. Endlich. So, das Problem hätten wir gelöst. Gleich hier den nächsten kaputt machen. Denn auch dort kann natürlich produziert werden. Und das wollen wir vermeiden. Oh, und die paar Spinnen, die haben jetzt also doch mehr Schaden angerichtet als die ganzen Gargoyles. Das heißt also, das ist auf alle Fälle nicht so optimal. Ich glaube, die Spinnen sind da wirklich die beste Lösung im Moment. Und das geht ja jetzt auch relativ schnell. So, das haben wir auch aus dem Kreuz. Und jetzt geht's mal hier rüber. Das ist schon besser. Aber erstmal hier so ein Stück auf die Seite. Ja, wenn du möchtest, dann sterb halt einfach. Das können wir einrichten. So. Und gleich aufs nächste Gebäude. Und die, oh, die holen fleißig Gold hier oben weg. Also das Gebäude wegmachen, den Turm wegmachen, dann die Bäuerchen weghauen und dann uns die Goldmine schnappen. Da sind noch 16.000 Gold drin. Jawohl. Das könnte uns retten. Wir müssen nur noch so lange durchhalten, bis wir das hier durcherledigt haben. Durcherledigt. Auch ein cooles Deutsch. Oh, komm, geh sterben. Dankeschön. So, wir sind ja nur noch zu sechst, aber für den Turm sollte es eigentlich reichen. Erholt haben sich alle soweit wieder. Das sieht gut aus. So, jetzt geht's auf den Turm. Den bitte gleich hier mal plätten. Oh, der geht schnell down. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, wenn wir das erstmal vom Tisch haben und die Mine uns ist, dann haben wir keine Sorgen mehr. So, jetzt können wir hier uns gleich ein bisschen austoben. Ich würde sagen, ihr geht mal hier oben hin. Genau, und dann kümmert euch mal so um alles, was da rumsteht. Viele Einheiten können jetzt hier nicht mehr gebaut werden. Das heißt, da sind wir schon mal ganz gut. Und wir nehmen uns mal so einen ganz vorsichtig. Und werden hier uns mal die erste Nekropole aufbauen. Aber dafür haben wir auch nicht genug Gold. Das heißt, wir sollten mal gucken, ob wir die Gold... Oh oh, die Goldmine für Hexen kostet auch Gold. Das ist natürlich schlecht. Das bedeutet, wir müssen hier unten eventuell eines unserer Gebäude sozusagen zurückbeschwören, um wieder Gold reinzukriegen.
Das können wir aber machen, denn das ist der einzige Vorteil, den wir noch haben. Damit kriegen wir wenigstens ein bisschen Gold wieder rein. So, das sollte auch von der Menge her schon fast reichen. Mal gucken, wie weit die da oben sind. Ja, die räumen schon fleißig auf. Gehen wir aber erstmal alle aufs Haupthaus drauf hier. Dass das erstmal platt ist, bevor die hier nämlich noch weitermachen. Und ansonsten haben die nicht mehr viel. Das können wir dann später noch aufräumen. Aber wichtig war jetzt erstmal, dass wir hier diesen Stützpunkt im Prinzip kriegen. So, das haben wir zurück. Das reicht aber immer noch nicht. Okay, das reicht immer noch nicht. Das ist schlecht. Gut, die Gruft sollten wir auf alle Fälle da behalten. Den Friedhof auch. Das ist echt doof jetzt. Dann nehmen wir mal den Tempel der Verdammten. Nehmen den raus. Jetzt haben wir ja einen freien noch verfügbar. Den setzen wir mal hier oben hin gleich. Dann kann der hier nämlich schon mal direkt aufbauen. Und sobald die Goldmine verhext ist und wir ein bisschen Gold drin haben, sollte das jetzt auch gleich sich wieder etwas auflösen, denn wir haben hier 16.000 Gold und wir haben, glaube ich, nichts mehr von den Blauen zu befürchten, außerdem ein Türmchen. Darum kümmern wir uns aber jetzt gleich noch. Jetzt werden wir hier mal noch das... Was ist das hier? Sägewerk sollte das sein? Das werden wir noch umhauen. Mann, Mann, Mann. Also das war wirklich um Sackhaaresbreite hier auf Deutsch gesagt. Das ging wirklich ganz knapp aus. Hätten wir jetzt hier nicht das mit den Spinnen noch gemacht, dann wären wir ganz schnell futsch gewesen. So, und da oben kommt meine Rettung. Einmal die Goldmine bitte verhexen. Und dann können wir auch gleich loslegen. Dann sollte es doch relativ zügig gehen. So, und jetzt brauchen wir noch 95, oder haben noch 95 Gold. Das ist natürlich nicht viel. Niemand erteilt mir Doch, du Befehle. Kriegst jetzt erstmal den Befehl, hier noch fertig aufzuräumen. Denn ich will vom Blau alles weg haben. Und da ist noch ein Turm. Okay, aber das kriegen wir auch hin. Sobald die Goldmine verhext ist und der Nachschub wieder läuft, haben wir keine Sorgen mehr. Und dann werde ich auch gleich in richtiger Form den Angriff starten. Und nicht mehr mit den Gargoyles da rumspielen. Das hat sich sowieso jetzt erledigt, nachdem ja der eine Bote durchgekommen ist, dummerweise. So, jetzt noch das hier. Das ist das letzte Gebäude. Dann haben wir das Problem gelöst. So, wie weit ist die Goldmine? Die sieht ganz gut aus. Ja, das würde ich jetzt mal sagen, hier unten irgendwo sollten wir noch ein bisschen die Verstärkung aufbauen. Allerdings sehe ich da das Problem. Oh, was ist jetzt los? Hut ab vor eurer Tapferkeit, Elfen. Aber die Jagd ist vorbei. Dann fechte ich hier meinen letzten Kampf, Schlechter. Anara la Bellore. Oh, ist aber schnell gestorben. Macht ein Ende. Ich verdiene einen sauberen Tod. Nach allem, was ihr mir angetan habt, Weib, werde ich euch niemals den Frieden des Todes gönnen. Nein, das wagt ihr nicht. Hui, haben wir da jetzt einen neuen Besuch? Optionale. Was muss ich tun? Okay, Schuh der Beweglichkeit, das ist schon mal gut. Aber wieso habe ich die jetzt als Untote? Huiuiui. Oh, hier habe ich da jetzt eine neue Begleitung. Ja, das ist doch mal richtig edel. Und ja, die Schuhe der Beweglichkeit werden wir uns auch gleich mal anlegen. Da sind wir nämlich mal ein bisschen schneller. So, neue Einheit, Banshee. Beim Tempel der Verdammten können jetzt Banshees ausgebaut werden. Das sind unterstützende Zauberin, die zu Beginn Fluch zaubern können, wodurch feindliche Einheiten im Kampf gelegentlich daneben treffen. Okay, das heißt, wir haben uns hier also ein wenig die Beschwörung ja, ist abgeschlossen. Mein Leben entwickelt. So, und hier kommt jetzt erstmal das nächste Gold. Euer Befehl, du, mein Freund, Meister, wirst auch gleich da oben mal ein bisschen Gold zusammenkramen. Dann werden wir hier aber auf alle Fälle noch einen neuen ausbauen, einen Argolyten, den brauchen wir. Wir müssen hier uns ja auch noch ein bisschen verstärken. Will ja hier nicht dieses Dorf verlieren. Und wenn der jetzt ausgebildet ist, können wir richtig Gas geben. Oh, das macht Spaß, das wird gut. Und ja, wir werden dann erstmal hier oben, glaube ich, auch... Obwohl, wir brauchen ja gar keine Nekropole zu bauen. Das ist ja verseucht, das Gelände. Und da kriegen wir schon wieder Haue. Okay, das heißt, wir werden mal kurz hier runterfliegen und mal kurz Bescheid stoßen, dass das so nicht geht. So.
Eieiei. Ja, die Zeit ist gekommen. Unsere Zeit ist eigentlich leider schon wieder um. Aber das Problem ist, wir haben hier gerade noch einen üblen Angriff vor uns. Deswegen werden wir den noch zu Ende fechten. Und hoffen, dass das hier relativ zügig geht. Ich greife mal den da an. Denn das Problem wird sein, solange der hier heilen kann, tut sich da nicht viel. So, und jetzt einmal bitte auf die Schnelle aufräumen. Oh, die macht aber übel Schaden, die Kleine. Ja, schick, sag ich mal. Gut, dann ist das soweit vom Tisch. Wir haben das hier erledigt. Wir haben hier einen Argolyten noch übrig. Den werden wir mal kurz hier vorschaffen. Und nachdem oben ja in Ruhe sozusagen hier das Gold sich weiter vermehrt, werden wir hier nochmal drei Argolyten ausbauen, die da oben hantieren. Und dann können wir nämlich da oben das Gold in Ruhe machen und uns doch von unserem Dorf jetzt auf den nächsten Angriff starten. Ja, viel zu tun. Wir speichern jetzt aber doch mal ab. Die Zeit ist leider schon wieder rum, das geht so schnell. Aber wir haben wieder einen Lichtblick und ich sage trotzdem schon mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Jetzt wird's spannend, jetzt geht's an das große Finale so langsam hin. Wir bauen uns Truppen auf, ohne Gargoyles diesmal, und werden mal da unten ein bisschen Rambazamba machen. Bis dahin, Servus und Tschüss.